Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 20.08.2023. Ich habe gerade eine Mail gesehen von der Helga. Sie findet die Tagesenergie vom 18. und 19. nicht. Denke ich mir, gibt ja gar nicht und guck nach. Hier 19.06.21 Tagesenergie ausstehend steht hier bei YouTube. Und wenn ich dann auf da drauf klicke, dann heißt es öffentliche Zeitpunkt festlegen. Und wenn ich da dann drauf klicke, dann kommt für öffentlicher Zeitpunkt festgelegt am 20.08.23 um 0 Uhr. Habe ich nie so eingestellt. Habe ich nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich habe es ja nämlich gemacht und ganz normal hochgefahren, wie ich sie immer hochgefahren habe. Also es ist nichts anderes gewesen, wie ich sonst mache. Ich weiß nicht, warum da irgendetwas nicht so passt, wie es passen soll. Ich habe da keine Ahnung. Warte mal, ich schaue da gerade. Nee, das geht auch nicht. Vielleicht macht das irgendwann doch noch hoch oder auch nicht. Also ich habe sie gemacht. Das geht nicht. Und ja, keine Ahnung, was ich sonst noch machen sollte. Also sie lädt nicht hoch oder sie wird nicht veröffentlicht. Ich habe sie euch aber gegeben. Ja, aber sie lädt nicht, ich weiß es nicht. Gut, egal, ist ja eh schon vorbei, der Tag, denn heute ist schon Samstag, 9 Uhr. Und ich komme gerade aus dem Biergarten im Grunde. Und das war ein Treffen mit der Vergangenheit. Vor 40 Jahren wurde ein Dartverein gegründet in meiner Jugendstadt. Und die Gründungsmitglieder, die in diesem Verein schon lange nicht mehr sind, sind eingeladen worden. Und darunter bin ich und meine Brüder. Denn wir haben vor 40 Jahren diesen Dartverein gegründet. In dem Wirtshaus von meiner Mama. Und haben da lange Zeit was gemacht. Und irgendwann sind wir aus dem Verein raus. Haben einen neuen gegründet. Vollkommen wurscht, warum das alles war. Auf jeden Fall besteht der Verein immer noch. Aber gegründet haben wir ihn. Und darum waren wir eingeladen. Und da mal beim Dart spielen, eigentlich immer, wie bei jedem Sport, die gleichen Menschen trifft und dann kommt bloß drauf an, wo man spielt oder wie regelmäßig man, welche Leute man immer wieder trifft, war dieses Treffen ganz schön, weil du ganz viele Leute triffst aus allen möglichen Ligen und Spielvereinen und so weiter. Also wir haben hier, ich habe einen richtig schönen Nachmittag gehabt, ich habe einen Freund gesehen, den ich Jahrzehnte schon nicht mehr gesehen habe, der mir damals, als ich mit dem Dartspiel angefangen habe, ein richtig guter Freund war, eine gute Unterstützung, der mir immer unter die Arme gegriffen hat, der ein exzellenter Dartspieler ist. Und ich als Mädel natürlich unter lauter Jungs, damals gab es nicht viele Mädels, immer im Hintertreffen war, er mir immer die Stange gehalten hat und der mit mir oft immer doppelt gespielt hat und das auch immer gewonnen hat. Also einer, der mir immer die Stange gehalten hat. Also ein ganz, ganz, ganz lieber Kerl. Und den habe ich heute wieder gesehen und mich den ganzen Nachmittag unterhalten. War richtig, richtig schön. Und natürlich auch alle anderen, die man da schon ewig nicht mehr gesehen hat. Und war ein interessanter Blick in die Vergangenheit. Nun kommen wir aber zur Gegenwart wieder und zum Sonntag. Hoppala. Wir haben eine Gruppe Menschen am Sonntag und wir haben eine Entwicklung von uns selber und von der Tochter. Also morgen haben wir einen sehr geselligen Tag, wo sich die Beziehung zueinander irgendwie eine Entwicklung macht, einen Entwicklungsschritt macht. Du zu deinen Kindern, du zu deiner Freundin, zu den Freunden und so weiter. Also du weißt, die Tochter kann auch der Sohn sein, kann die beste Freundin sein oder. Und bei Gruppe von Menschen ist es genauso, kann der Verein sein oder eben die Clique oder. Hier ist ein Tag, der förderlich ist für die Entwicklung zueinander. Jetzt schauen wir mal, wie sich das dann weiter ergibt. Ja, hier ist eine Schuld, vielleicht mal ein kleiner Streit, kleine Querelen, die man halt, wenn man eine Gruppe Menschen hat, immer mal hat, wo man jetzt drüber nachdenkt, wo man sich entscheidet, es darf sich jetzt neu entwickeln und Nachrichten sendet. Also kann sein, dass du mit deiner Clique, mit deinem Verein, momentan ein bisschen Streit hast, drüber nachdenkst, wer ist denn da eigentlich schuld, ist es denn überhaupt wert, dass man da einen riesen Zinnober macht oder. Und dann sich hier eine Entscheidung trifft, sich zu melden. Kann aber auch vom anderen ausgehen. Also hier wird eine neue Entwicklung angestoßen, weil sich die Menschen
Gedanken machen über das, was war, über die Vergangenheit. Haben wir momentan, die Vergangenheit kommt wieder, die kommt hoch, man wird nochmal konfrontiert damit. Und du kannst jetzt ablehnen und sagen, nee, das ist ein blöder Hund, den mag ich nicht. Aber du kannst aber auch sagen, ja gut, ich denke drüber nach und merke, ja, nicht, keine Schuld, sondern ja, es, aus diesen und jenen Gründen ist es passiert und. Und man stoßt hier eine neue Entwicklung an, ruft wieder an, wie wär's denn, wenn wir uns wieder mal sehen oder. Also das ist so was Ähnliches, wie ich heute erlebt habe in die Reise der Vergangenheit. Meine, der Leute, die alle Dart spielen und die ich alle schon ewig nicht mehr gesehen habe, weil man sich verläuft, weil man sich absolut verläuft und vor allem in verschiedenen Ligen spielt. Also ich habe also in der Zeit, selbst wenn ich gespielt habe, mit den unteren Ligen nichts zu tun gehabt. Wenn ich in einer höheren Liga spiele, sehe ich die unteren nicht. Ich sehe dann nur die unteren, die bei uns im Verein spielen, aber alle anderen nicht. Also muss man sich das so vorstellen, dass du gehst zwar in eine Schule, aber in verschiedenen Klassen. Und du gehst in die dritte Klasse und kennst vom Sehen den ersten, die ersten und Zweitklässler, hast aber keinen Kontakt dazu. Das ist hier sowas. Auch beim Dartspielen, du triffst deine Vergangenheit und denkst auch drüber nach, was es wert oder. Und hier wird eine neue Entwicklung angestoßen. Das kann auch in der Familie sein, unter Freunden sein, unter Kollegen sein. Also alle möglichen Konstellationen gibt es da. Das ist eine sehr glückliche Entscheidung, denn man transformiert es und das tatkräftig und man fängt wieder an zu vertrauen. Also, man denkt wirklich, und nicht nur von einer Seite, sondern von allen Seiten, die damit beteiligt waren, über diese Schuld. Ihr wisst, nimmt die Schuld nicht so gar. Das ist ein Missverständnis, ein Streit, oder man hat ein bisschen mehr getrunken, oder. Ihr wisst es selber, wie sowas zustande kommt. Man hat verschiedene Meinungen und ist ein bisschen hitzig und dann kommt irgendein Krampf raus. Da denkt man drüber nach und fängt hier an, aber von beiden Seiten wieder miteinander zu kommunizieren und das Ganze darf sich transformieren ins Glück, dass man dann wirklich feststellt, das war völliger Scheiß, das war völlig umsonst, der ganze Ärger war blödsinnig und man fängt wieder an, sich gegenseitig zu vertrauen. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Energie, weil wieder Leute zusammenwachsen, die zusammengehören. Denn den du nicht leiden kannst oder so, über den denkst du auch nicht nach. Du denkst über Menschen nach, die dir eigentlich aus irgendeiner Art und Weise wichtig sind. Und das hier ist auch wiederum Vergangenheit, weil ja eine Schuld im Raum liegt von Gruppe Menschen, von Familienangehörigen oder nahestehenden Menschen, wo man jetzt wirklich drüber nachdenkt und sagt, ach, ist es das denn überhaupt wert? Man merkt, wo man einen Mehrwert hat im Leben. Habe ich den, wenn ich alleine bin oder mit meiner Arbeitskollegin oder mit dem flüchtigen Bekannten oder habe ich einen Mehrwert von engen Beziehungen, ehrlichen Beziehungen, wo es auch mal Gnatsch geben kann. Und das hier wird hier morgen oder die nächste Zeit zu tragen kommen. Ihr werdet sehen, man redet wieder miteinander und es passiert eine positive Entwicklung, wenn du dich nicht querstellst. Also wenn du sagst, nee, querstellen, ich will nicht, der soll sich bei mir entschuldigen, der ist das Arsch gewesen, ich bin überhaupt nicht schuld. Ja, dann ist es halt so. Aber ansonsten, wenn man aufeinander zugeht, dürfte das alles sehr gut ausgehen. Also ist es hier wirklich ganz einfach erklärt und diese Gruppe Menschen können wirklich immer alles sein. Schule, Arbeit, Hobby, vollkommen egal. Es geht hier immer um eine Gruppe Menschen, sind immer mehr wie zwei. Und die Tochter liegt hier als enge Familie oder enge Menschen, die auch noch eng sind. Das ist einfach heißt hier, es betrifft alle, die du dir vorstellen kannst. So, und dann schauen wir mal hier energetisch hinein. Und da muss ich jetzt erstmal wirklich dann nochmal die Karten anschauen, energetisch. Ah, okay. Energetisch haben wir hier, und energetisch bist du ja immer alleine. Also energetische Entwicklungen, spirituelle Entwicklungen kannst du nur alleine machen. Du kannst in der Gruppe etwas fördern, auch energetisch, wenn man zusammen eine Meditation macht oder keine Ahnung was, miteinander irgendwelche Rituale macht. Das ist natürlich, das potenziert das Ganze, dass das inniger geht, dass das mehr Energie bekommt, ja. Aber die Entwicklung machst du trotzdem immer alleine. Und die Hauptentwicklung sowieso. In so Gruppen, Sachen,
kriegst du einen Anstoß, aber wirklich verarbeiten kannst du es dann eben nur alleine. Und darum, die sind diese Gruppenmenschen, auch energetisch meistens die Gruppenaspekte, die Gruppenanteile, deine eigenen kleinen, vielen Leben, die du hast. Was weiß ich, bist Mutter, bist Vater, bist Tochter, bist Oma, bist Arbeitskollegin und was weiß ich, was du alles bist. Das ist ja alles ein eigener Aspekt von dir. Das auch sind Gruppen, die hier wirklich auch zueinander finden. Weil diese Schuld von Gruppe Menschen ist oft, wenn du jetzt eine Arbeitskollegin hast oder du als Arbeitskollegin streitest du ganz fürchterlich mit einem Arbeitskollegen. Du nimmst das Ganze natürlich nicht mit nach Hause, erzählst es vielleicht dein Mann oder ein Freund, aber Kinder und so weiter ist ja das egal, darf das ja auch nicht zum Tragen kommen, die sollen nicht drunter leiden, dafür schweigt man es. Ich will nicht sagen vertuschen, aber Kinder merken zwar, man ist schlechter drauf. Mama, was ist denn heute los? Dann sagst du, ach nix, ich habe mich bloß geärgert. Alles gut. Das ist dann alles, was du sagst, weil du das Kind natürlich nicht belasten willst und weil sie es ja meistens nicht verstehen würden. Nun trotzdem kommt dieser Aspekt der Schuld, den du auf irgendeiner Art und Weise in einem Leben Aspekt erlebt hast, mit in den Aspekt der Mutter zum Beispiel, der kommt dann automatisch mit. Denn du hast hier eine Enttäuschung erlebst von einer Arbeitskollegin und du kannst dich nicht als Aspekt der Mutter frei machen von diesen Vorurteilen, von diesen Urteilen, von diesen Gedanken, die du hier hast. Der Verstand trennt nicht. Das war Arbeitskollege und das ist Tochter. Trennt nicht. Wenn das eine Frau war, war es eine Frau, die hat dich angelogen. Wenn die Tochter ein bisschen schwierig ist oder was, dann und der zum Beispiel auch schwindelt, alle Töchter schwindeln mal, alle Kinder schwindeln, kommt das wieder mit. Hier bist du furchtbar enttäuscht worden und jetzt wärst du hier wieder enttäuscht. Dass das zwei Paar Stiefeln sind, das versteht der Verstand nicht und will er auch nicht verstehen, dass es zweimal weiblich und zweimal bist du enttäuscht worden, alle sind ganz fürchterlich schlimm. Verstand. Und hier energetisch fangen an, nee, fängst du an, hier dich zu entwickeln und zu erkennen, bewusst und aktiv zu erkennen, dass hier mehrere Leben von dir, du weißt, wie ich meine, verschiedene Aspekte, also Mutter, Schüler, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, was weiß ich, was du alles bist, kollidieren. Diese Schuld, die sie im Außen erlebt haben, mit ganz anderen Menschen mitnehmen in andere Aspekte. Dass der Mutteraspekt auf einmal auch sagt, Frauen lügen, obwohl ihre Tochter das vielleicht nicht so in der Art hat oder da die Enttäuschung nicht so groß gewesen wäre, wenn es nur die Tochter gewesen wäre, weil man es irgendwo erwartet und weil man ein Kind viel verzeiht. Jetzt war aber das als Erster und das war eine herbe Enttäuschung, die hat eine Kerbe geschlagen, dann wirst du das bei der Tochter irgendwie mit einbeziehen, unbewusst. Das geht gar nicht anders, weil es läuft ja immer alles zusammen. Nur du lebst verschiedene Leben. Du im Verstand lebst du verschiedene Leben, eben die Arbeitskollegin, die Freundin, die Ehemann, die Geliebte, die Mutter. Das sind lauter verschiedene Leben, die du leben musst. Bei jedem Leben bist du ein bisschen anders, als Mann natürlich genauso. In jedem Leben erlebst du die Menschen anders, die Reaktionen anders, und erlebst verschiedene Sachen. Und wenn du dann Mutter bist oder gerade Geliebte bist, kannst du diese Aspekte, die du alle erlebt hast, überhaupt nicht trennen. Die fallen alle in einen Topf. Und auf einmal bist du ein Mischmasch von allem, was du eigentlich bist, aber in der Rolle der Mutter und hast Vorurteile, hast Erwartungen oder Sachen, die dich quälen, die mit der Tochter, mit der Person, die gerade oder mit der Rolle, die du gerade spielst, überhaupt nichts zu tun hat. Aber der Kopf kann das nicht unterscheiden. Und das fängt hier an, dass du darüber nachdenkst, wo ist denn in meiner Gruppe Menschen Schuld? Also denkst überhaupt über Schuld nach, aber es geht jetzt dich an. Was hat mich belastet? Was hat mich vielleicht auch krank gemacht? Was belastet mich heute noch? Was begleitet mich? Welche Schuld begleitet mich heute noch? Das kann eine Kindheitsschuld sein. Das kann sein, dass in der ersten Klasse deine beste Freundin, was weiß ich, was gemacht hat.
Und das hat dich einfach geschockt und das trägst du heute noch mit dir rum. Das kann sein. Und dieser Schock kommt mit in dein ganzes Leben. Und das wird dir hier klar durch Nachdenken. Und das kann man natürlich transformieren. Kann man komplett transformieren durch eine Entscheidung. Ich will diese Schuld nicht mehr. Ich will diesen Schock nicht mehr. Ich will diese Erwartungshaltung von schlechten Sachen nicht mehr, nur weil ich es mal erlebt habe und so weiter, ist eine Entscheidung, kann man transformieren. Und das wird transformiert und dann wirst du automatisch auch glücklicher. Du kannst freier aufatmen, du kommst dir richtig ins Tun und kriegst auch von dir mehr Vertrauen, aber auch von außen mehr Vertrauen. Denn diese Tochter, die hier liegt als sehr nahestehender Mensch, wird das natürlich auch merken. Diese Transformation, die du dann mitmachst, wird dir erzählt, dass dich deine Tochter anschaut und die anlachen und sagt, Mama, du meckerst ja gar nicht. Vor einer Woche hast du noch gemeckert. Einfach, weil du hier etwas transformiert hast und es aus deinem Leben aussortiert hast, weil es nicht förderlich ist und vor allem in der Mutterrolle überhaupt nichts zu suchen hat. Aber das können wir uns natürlich nicht aussuchen. Das ist sowas, was hier runterkommt. Auf der anderen Seite ist auch hier, dass die Tochter auch eine neue Energie darstellt, von der du jetzt mehr und mehr Nachrichten bekommst, die eine sehr, sehr leise Energie eigentlich ist. Dadurch, dass du aber hier laute Gruppenenergien, und das sind immer wieder Enttäuschungen, immer wieder im gleichen Schema F. Ich habe jetzt die dritte, die vierte Frau, den fünften und den sechsten Mann. Ich erwische immer die gleichen. Das ist immer Schema F, wo du immer den gleichen Tenor kriegst. In ganz verschiedenen, nicht Rollen, sondern Situationen. Das hat immer ein Grundübel, ist das praktisch immer. Und wenn du den wegschaltest, dann bist du natürlich auf einmal ein ganz anderer Mensch. Dich wird das, was das ausgelöst hast, sei es Enttäuschungen oder, dich im Leben nicht mehr triggern. Und du kannst ausgeglichen sein, fröhlicher sein. Und dadurch hörst du auf einmal diese leise Stimme, die du vorher nicht gehört hast. Weil hier hat gebrüllt, die Schuld gebrüllt, die immer wieder kam, die Erwartungshaltung, enttäuscht zu werden, die Erwartungshaltung, wieder traurig zu sein, bla 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 bla. Und dann, wenn du das transformiert, hörst du diese leise Stimme auf einmal, die ja auch schon die ganze Zeit da ist, die man nicht hört und auf einmal hört und mit mehr Vertrauen kriegt zu sich selber und das auch leben kann. Ich merke das bei mir nur als Beispiel. Jeder Mensch hat Krankheit und jeder Mensch hat Gesundheit in sich. Beides. Du bist krank, der Körper ist aber auch gesund. Es kommt immer darauf an, was du lebst. Das kommt aus diesem Schema jetzt. Du lebst ja nur im Jetzt. Und da ist, und das ist jetzt alles meine Ansicht nach, das musst ihr nicht übernehmen, aber das ist halt also, so wie ich es sehe, es verschiedene Zeitlinien gibt und die alle jetzt sind, muss es natürlich in mir genauso Gesundheit wie Krankheit geben. Es geht gar nicht anders. Und als mir das klar wurde, habe ich wirklich in Meditation angefangen, die Energie der Gesundheit in mir zu suchen. Und die war am Anfang genauso klein, so fein. Das hier war die Krankheit. Das hier war die Krankheit, dir tun die Hände weh, dir tut das weh. Die war laut, die war immer und überall. Und als ich dann bewusst die Gesundheit in mir gesucht habe, die Energie, habe ich sie irgendwann gefunden als ganz, ganz leises. Und jetzt suche ich überhaupt nie mehr nach der Krankheit, sondern ich bin von Haus aus in der Meditation in Verbindung mit meiner Gesundheit. Und mittlerweile ist es so, dass ich mir, so wie ich es als Bild sehe, ist es wie so ein Moosgeflecht, was auf einmal in allen Adern, in allem, was ich bin, Knochen und Fleisch und Muskeln und alles, ist wie so Pilze, entsteht so ein Geflecht. Und das ist aber das Geflecht der Gesundheit, die sich wieder in den Vordergrund drängt. Noch sehr leise, ich muss das immer wieder tun und ich merke, aha, es ist schon besser, aber sie ist immer noch sehr leise, aber sie kommt peu à peu. Die wurde so sehr in den Hintergrund gedrängt, diese leise Stimme der Gesundheit von mir,
dass ich sie nicht mehr gehört habe und jetzt muss ich sie halt wieder aufbauen. Diese Energie von meiner Krankheit führe ich gar nicht mehr, die lasse ich links liegen. Ich verdränge sie auch nicht, ich bin nicht grantig oder sonst irgendwas, die darf genauso sein, aber ich fördere jetzt nur noch die Gesundheitsenergie. Dauert, aber geht. Wäre auch ein Tipp an euch. Und so gibt es alles in euch. Es gibt auch den Menschen in euch, der nicht eifersüchtig ist. Es gibt den Menschen in euch, der sein Herz öffnen kann. Es gibt den Menschen in euch, der furchtbar viel lachen kann. Und. Also jeden einzelnen Menschen, den du dir vorstellen kannst, der du sein könntest, ist in dir. Das kommt von dem Hier und Jetzt. Und da wir unsere Zeitlinie selber aussuchen, in der wir agieren, besonders die Schwingung, eigentlich die Schwingung aussuchen. Also ich stelle mir vor, wir haben ein Leben und das sind lauter Linien, wie so eine Tonleiter. Und das Gesamte ist ein Leben, aber auf welcher Tonart, auf welcher Tonleiter, Tonlinie du gerade lebst, ist dir überlassen. Und das sind natürlich viel mehr wie die 7 oder die 6, was weiß ich, bei der Musik. So kannst du switchst du praktisch dein Leben lang von einer Linie zur anderen. Du hast ganz tiefe, wo du ganz traurig bist und im Boden bist. Du hast eine ganz hohe, wo du super glücklich bist, zum Beispiel. Aber im Normalfall switchst du in der Gegend rum. Und sobald du dich stabilisierst und das mal mitbekommen hast und anfängst, eine Grundenergie zu haben, die du eigentlich immer hast, ob du jetzt traurig bist oder nicht, und die ständig zu erhöhen, schwitzt du nicht mehr, sondern bleibst auf, sagen wir mal jetzt, auf der dritten von oben kontinuierlich, mal ein Stück runter, mal ein Stück rauf, ja bestimmt, aber kontinuierlich auf dieser Linie und fällst nicht wieder darunter. Und das ist oft so, wenn wir gerade, also alles meine Vorstellung, wenn wir gerade down sind, Probleme haben, ist egal, ob das Geldprobleme, Liebeskummer oder sonst irgendwas haben, sind wir auf dieser unteren Tonstufe, da sind wir erstmal eine Zeit lang, weil wir ja ganz viel Kummer haben, dann geht es uns ein bisschen besser, dann schwitzen wir eins rauf und dann vielleicht noch eins und dann geht die Gaudi los, dass wir sagen, uns lieber nicht zu freuen, weil wir könnten ja wieder runterfallen, dann haben wir nämlich Angst, von hier aus wieder runterzufallen. Dann wird da diese Linie hier unsere Komfortzone, weil wir die halten können. Wenn du hier höher gehst, hast du Angst, hier runterzufallen. Wenn du runterfällst, was da passiert, weißt du, da kommst du wieder hoch. Darum wird das unsere Komfortzone, obwohl du hier oben leben könntest. Aber das traut man sich nicht, weil wenn du jetzt hier zwei Linien höher schwitzt, dann ist das Gefühl hier oben ganz anders, wie das da ist. Das kennt man nicht, das versteht man nicht, da hat man Angst, der Verstand sagt, um Gottes Willen, wenn es uns so gut geht, dann wird es bald wieder schlecht gehen, bla 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 bla. Dann wird das hier deine Komfortzone und die verlassen wir ungern. Das braucht Training. Das braucht Training, indem du immer wieder eins auf den anderen schwitzt und dort bleibst, so dass du deinen Verstand sagst, ja, es ist doch überhaupt nichts passiert, nur weil es uns jetzt besser geht, nur weil wir jetzt fröhlicher sind, nur weil wir glücklicher sind, nur weil wir es nicht mehr so schwer nehmen. Und dann wieder ein und wieder ein. Und so kommst du irgendwann darauf und bleibst dann da auch. Und da oben, wenn du lebst, hast du natürlich ein anderes Leben. Dann wirst du andere Dinge erreichen, andere Sachen wahrnehmen, dir werden andere Sachen zufliegen, je nachdem, was du glaubst und was du möchtest. Aber das ist wirklich eine Trainingssache. Die meisten von uns leben hier unten aus lauter Angst, dass sie, wenn sie höher leben, da wieder runterfallen könnten. Obwohl es normal ist, aber hier, da kenne ich mich aus, das sind die Gefühle, zwar nicht immer toll, aber da kenne ich mich aus, da bleibe ich. Das ist der Verstand, der reine Verstand, der reine Mensch, der Angst vor allem hat, der in seiner Komfortzone lebt. Der Mensch mag im Grunde keine Veränderung, aber das Leben ist Veränderung. Und das müssen wir ihm wieder peu à peu beibringen und das schaffen wir auch. Und darum sage ich, du kannst von Zeitlinie zu Zeitlinie switchen, Angestrebte ist natürlich, dass du in deinem Leben auf deiner höchsten Zeit, möglichen Zeit lebst, die für dich die schönste ist. Und ich sage hier, ich gebe euch jetzt 6, 7 vor, ich weiß nicht, wie viele Linien das sind, da können 1000 Linien drüber sein, was weiß nicht wie viel, weiß ich nicht. Aber das sind ganz viele Linien, also du hast wirklich hier alles, was du dir vorstellen kannst. Weißt du, wenn du dir vorstellen könntest, als Multimillionär auf einer Hawaii-Insel zu leben, ist auch diese Linie in deinem Leben drin. Alles, was du dir von dir vorstellen kannst. Also wirklich unwahrscheinlich viele
viele Tonspuren hast du hier, viele, ja, weißt schon, viele Linien hast du. Und du entscheidest, wo du lebst und wie hochschwingend du lebst. Okay, auf jeden Fall fangen wir hier auch an, eine dünne, kleine Stimme zu hören, die auch in uns ist. Und bei mir ist es, heißt die momentan Gesundheit. Wie die bei dir heißt, weiß ich nicht. Die kann auch Reichtum heißen, die kann Glück heißen, die kann Liebe heißen. Was weiß ich. Vollkommen wurscht. Aber hier fängt eine kleine Stimme an, sichtbar und hörbar zu werden, weil du hier eine Schuld, die du in vielen Facetten gelebt hast, erkennst und entscheidest, sie nicht mehr haben zu wollen und sie transformierst, mehr Vertrauen zu dir kriegst und dadurch innerlich leiser wirst und dann diese Stimme hörst. Gut, das mit dem gestrigen, mit der 19. Energie, tut's mir leid, ich habe keine Ahnung, ich wüsste auch nicht, was ich tun soll, dass ich das, ich habe es probiert, da geht nichts, vielleicht kommt sie um 20, um 12 Uhr, was weiß ich, wir werden sehen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt die neue vom Sonntag, in diesem Sinne, habe die Ehre. Na? Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen, dauert gar nicht lang, nur dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen,
und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.